Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? 1961. Welcher Stimmzettel wäre bei einer Bundestagswahl gültig? 1. In den meisten Mietshäusern in Deutschland gibt es eine Hausordnung. Was steht in einer solchen Hausordnung? Sie nennt Punkt. Sie nennt Regeln, an die sich alle Bewohner und Bewohnerinnen halten müssen. Wie werden die Regierungschefs, Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt? Ministerpräsident, Ministerpräsidentin. Ein Richter, eine Richterin gehört in Deutschland zu Punkt. Rechtsprechende Gewalt. Der französische Staatspräsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl gedenken in Verdun gemeinsam der Toten beider Weltkriege. Welches Ziel der Europäischen Union wird bei diesem Treffen deutlich? Frieden und Sicherheit in den Ländern der EU. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? Pressezensur. Welches Land war keine alliierte Besatzungsmacht in Deutschland? Japan. Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit Punkt. CDU, CSU und SPD. Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass Punkt. Menschen von einer privaten Polizei ohne Grund verhaftet werden. Was ist in Deutschland die 5%-Hürde? Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen. Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man Punkt. Abgeordnete. Parlamentsmitglieder, die am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen Punkt. Einheit. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Presse. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto Punkt. Mehr Sitze erhält die Partei im Parlament. Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner, Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden? Ich kann mich bei Behördenleitern, bei der Behördenleiterin beschweren. Sie möchten bei einer Firma in Deutschland Ihr Arbeitsverhältnis beenden. Was müssen Sie beachten? Die Kündigungsfrist. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu? Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man Punkt. Gut ausgebildet ist. Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei Die Linke? PDS und WSG. Das Berufsinformationszentrum BITS bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland hilft bei der Punkt. Lehrstellensuche. Was war am 8. Mai 1945? Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht? 1933 bis 1945. Was ist in Deutschland ein Brauch an Ostern? Eier bemalen. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? So, der Wähler darf bei der Wahl weder beim Fluss noch zu einer bestimmten Abgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland? 1945. 38. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin? Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin? Die Bundesversammlung, schon wieder Fehler. Wie hieß das Wirtschaftssystem der DDR? Planwirtschaft. Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem Aufgabepunkt. Was für eine Staatsform hat Deutschland? Republik. Was bedeutet Volkssouveränität? Alle Staatsgewalt geht vom Punkt. Folge aus. Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland? Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. In Deutschland nennt man die letzten 4 Wochen vor Weihnachten Punkt. Die Adventszeit. Da muss schon wie viele? 92 richtige Frage.